schon wieder in Aufnahme. Ja. Hallo. Jetzt sind wir schon kurz. So, es ist Freitagnachmittag. Wir sitzen mal wieder in Arno und sind unterwegs. Diesmal von unterwegs schon. Wir sind seit einer Viertelstunde unterwegs und haben schon den ersten Stau erreicht. Wir nehmen also wieder alles mit. Aber nichtsdestotrotz, die Frage, wie ist der Plan heute? Wir fahren in Richtung Salzburg, so schnell es geht, wo wir uns morgen unseren Welpen aussuchen, aber noch nicht mitnehmen. Genau, aussuchen, ja. Aber noch nicht mitnehmen. Und dann 6 Wochen alt, dann fällt die Entscheidung, welcher Welpe zu wem kommt. Und dann, wenn sie 9 Wochen alt sind, dann holen wir ihn. Genau, da machen wir natürlich dann auch noch ein schönes Video drüber. Wir werden noch so eine Art kleinen Welpentest machen, wo wir dann so mal spielerisch auf den Rücken drehen und mal gucken, ob die das ertragen. Und dann habe ich noch so ein kleines Spielzeugauto, das ferngesteuert ist, das ich dann vielleicht auch mal so 10 cm fahren lasse. Und derjenige, der dann quiekend über den Zaun springt und wegläuft und nicht mehr zu sehen ist, wird nicht unser Welpe werden. Und der sich gleich draufstürzt und das zerbeißt, wird auch nicht unser Welpe werden. Aber dazu werde ich wahrscheinlich dann videomäßig dann mehr erzählen demnächst. Gut, ansonsten Übernachtung. Ja, eventuell in Wildbad Kreuth, wo wir ja schon mal genächtigt haben beim letzten Mal. Ist schön schattig da, ein Waldparkplatz, Wanderparkplatz und ja, mit öffentlichem PC da vor der Tür. Und mal gucken jetzt, okay, wie weit wir überhaupt kommen. Wir fahren heute mal über Lichtenstein, das ist etwas anders. Sonst haben wir immer eine andere Route genommen. Ja, das Ding ist, das letzte Mal haben wir über 17 Stunden gebraucht für die 1231 Kilometer oder was das waren. Und geht so ein bisschen einfach auch danach, wie der Verkehr fließt, wie weit wir kommen. Da müssen wir halt spontan sein. Und sind wir auch. Okay, jetzt stehen wir spontan, wie gesagt, im Stop and Go hier. Auf der Autobahn bewegen wir uns hier mit knapp 40 km/h. Jetzt muss ich noch wieder langsamer werden. Okay, konzentrieren wir uns aufs Fahren. Bis demnächst, ciao. Schönen See haben wir spontan eine Pause eingelegt. Wir vertraten uns ein wenig die Beine, gingen durch diesen Fußgängertunnel und sahen am anderen Ende des Tunnels dann diese schöne Aussicht. Anschließend ging es wieder zurück zu Arno und weiter ging die Fahrt zum Übernachtungsplatz. Das ist kein Bildpunktfehler, das ist ein Glühwürmchen. Gute Nacht. Wir suchen nach einem Parkplatz und werden erstmal von der Bahn aufgehalten. Schließlich fanden wir einen guten Parkplatz, wenn auch in der prallen Sonne. Und los ging's zur Geocaching-Runde. Schon wieder die Bahn. Uta, Samson, passt auf! Doch nicht. Einen Augenblick dachte ich, naja, ist ja gut gegangen. Ähnlichkeit ist doch wahr. Vor allem im Verhalten, wenn es um Wasser geht. Auf dem GPS sah das so aus. Und in der Realität nicht ganz so schön, aber Samson langt es allemal. Es ist Wasser. Ich erinnere mich an das Schlammloch von letzter Woche. Da sind wir dann eigentlich auch schon ganz glücklich, dass er hier so was hat.
sieht bei Samson Seeglichkeit aus? Ein bisschen Wald-Agility, wie wir es immer nennen. Vier Beine haben bei der Hitze auch nur Schatten gesucht. Wir kommen das dritte Mal an den Gleisen vorbei und das dritte Mal kommt eine Bahn. Ist doch reger Betrieb hier. Ja, ich höre es. Ich lege mal das Tor auf die Gleise. Oh, fetter Diesel, Turbo, sonst was im Heck. Wir bestaunen Handwerkskunst, Holzrinne mit Kupfereinlage. In der prallen Sonne, im Auto 29,6 Grad, alles zugezogen. Und das hier auf Stufe 2 von 3 möglichen offen gelassen, das hintere kleine Mini-Heki. Können wir zufrieden sein. Sehr schön. Fast 10 Kilometer, das lassen wir mit Aufrunden nochmal so gerade als Wanderung durchgehen. Achtung, die nächsten 7,5 Minuten dieses Videos können auf manche Menschen sehr verstörend wirken, denn es geht fast nur um Hundewelpen. Und los geht's. So viel ist klar, es soll ein Rüde werden. 8 Welpen minus 3 Hündinnen bleiben 5 Rüden über. Von den 5 Rüden ist ein Rüde für eine befreundete Züchterin schon ausgesucht worden. Die 4 verbleibenden Söhne von Katie jetzt in der Geburtsreihenfolge. Jack Sparrow. Jolly Joker. Jolly Goodfellow. And last but not least, Johnny Walker. Wir begaben uns also in das große abgezäunte Areal im Garten, wo alle Welpen waren. Und das Faszinierende war, die 4 Rüden, die noch zu vergeben sind, haben tatsächlich alle unsere Nähe gesucht. Die Hündin haben in irgendeiner Ecke rumgeschlafen oder ein bisschen rumgedalbert, aber sind gar nicht so zu uns gekommen. Das fanden wir schon irgendwie hochinteressant, als wüssten die 4, worum es geht. Und alle zeigten sich irgendwie von ihrer sympathischsten Seite. Hinten sieht man jetzt gerade Jolly Goodfellow und Jack Sparrow miteinander rumdalbern. Hier ein bisschen den Hintern sieht man jetzt von Jolly Joker, der mit Uta rumdalbert. Sie macht es uns wirklich nicht leicht eigentlich, welchen wir denn nur am sympathischsten finden sollen. Hier beschäftigen sich gerade Jack Sparrow und Uta miteinander. Hier zeigt Johnny Walker, dass er sich auch mit einem Spielzeug lange selbst beschäftigen kann. Ein Verhalten, das wir bei Samson auch sehr zu schätzen wissen. Er findet sich einen Ball,
geht einen kleinen Hügel hoch, lässt ihn dort runterrollen und hat Spaß dann mit dem Ball und sich selbst. Und das sehen wir hier gerade bei Johnny Walker irgendwie auch. Inzwischen waren alle sehr aktiv. Zwei messen gegenseitig ein bisschen die Kräfte, zwei zeigen sich, wer am schönsten auf Ästen rumknabbern kann. Und Uta Dalbert hier mit Jack Sparrow rum, während Johnny Walker jetzt hier sich hier aufträgt. Und man sieht am Ende der Sequenz dann auch, wie Uta den Johnny Walker auf dem Arm hat. Da hinten wird weiter rumgetobt. Vorne zeigt man sich immer noch gegenseitig, wie schön man doch auf Ästen knabbern kann. Uta hatte sich eigentlich schon entschieden, rückt aber mit der Sprache nicht raus. Ich weiß nicht, ob sie mich damit nicht beeinflussen wollte oder wie auch immer. Auf jeden Fall, genau dieser Rüde ist gerade im Hintergrund dabei, mich auch zu überzeugen. Das ferngesteuerte Auto hatte sein Interesse geweckt, es hat sich mal ein bisschen bewegt, es hat ein bisschen gebrummt, weil ich es dann auch immer mal wieder fahren ließ. Und er war unerschrocken, nicht brutal, ausdauernd und recht konzentriert für so einen jungen Welpen dann bei der Sache, dass er sich nicht mal durch ein Geschwisterteil hat ablenken lassen. Und hat es mir zum Schluss auch noch rapportiert. Und da war dann das Eis gebrochen und für mich klar, der wird's. Ja, okay. Du hast mich überzeugt. Du darfst bei uns einziehen. Ei, ei, ei. Wenn ich das hier mit jedem Tier anbringe. Genau. Nach knapp 3 Stunden war die Entscheidung also gefallen. Und zur Feier der Stunde gab es dann ein kleines Festmahl für alle. Das geht doch recht gesittet ab, das haben wir schon ganz anders gesehen bei anderen Welpen. Uta legte dann noch Wert auf eine erste Begegnung zwischen Samson und Jack Sparrow. Robin schaut auch noch mal nach dem Rechten, ob alles in Ordnung ist. Jo, alles in Ordnung. Auf dem Weg zum Übernachtungsplatz noch beim welpennahen Stellplatz vorbeigeschaut. Keine Mirage gefunden. Unser Übernachtungsplatz in Bad Reichenhall für 16 Euro mit WLAN. Gute Nacht. Guten Morgen. Die Nacht brachte und der Tag wird uns noch Regen bringen. Bulli-Fahrer sind doch die härteren Camper. Heute ist der Königssee dran.
Der Regen beschert uns wenig Muckels. Kein Tesla und doch Elektromotor. Schön leise. Oh nein. Und wir haben noch 32 Meter. Jetzt begeben wir uns 32 Meter lang umgehen. So, ich habe es schon mal geschafft. Samson fast. Gut, er schwimmt natürlich erstmal in Sicherheit. Er wartet. Uta liebt das Risiko. Uta liebt das Risiko. Uta liebt das Risiko. Sie ist hinter dem Schild Lebensgefahr noch. Und alles nur für ein Foto und ein Cash. Wahnsinn. Ziel der E-Touri-Boote, die Wallfahrtskapelle St. Bartholomä. Keine echte Wanderung, aber immerhin ein netter Spaziergang. Diesmal sahen wir den Chiemsee von der anderen Seite, weil uns das Navi an einen Stau führen wollte. Dafür gab es eine Vorsperrung auf dieser Bundesstraße, wo zwei Feuerwehrleute jeden einzelnen interviewt haben und ihnen eine Empfehlung gegeben haben, wo es hingeht. Dass der Stau nicht gerade abgebaut wurde, kann man sich vorstellen. 1244 Kilometer waren es wieder zu Hause und wir haben fast 16,5 Stunden gebraucht. Danke fürs Gucken. Nächstes Wochenende treffen wir uns mit Team Helly. Tschüss.